Halli, hallo, hallo, mein Name ist Cajun und ihr seid wieder richtig bei Let's Play Bully die Ehrenrunde. Und in der letzten Folge haben wir ja schon die glorreiche Stadt erkundet. Die kann ich ja nochmal kurz zeigen. Ja, jetzt sieht man hier gar keinen Mauszeiger. Ist auch egal, links der komplette Teil sowie auch oben der komplette Teil ist voller... ja, voller Stadt, Dorf, Menschen, Polizei, alles was dazu gehört, da fahren Autos rum, da ist wirklich alles voll, da gibt es haufenweise Abenteuer zu erleben und hier, da helfen wir mal hier den kleinen Nerd-Mädchen natürlich. Knacke drei Spindel, natürlich. Das ist ja überhaupt gar kein Problem, da haben wir ja schon einige Erfahrungen sammeln können, glücklicherweise. Und hier steht jetzt mal gar kein Präfekt rum. Wir müssen halt nur wirklich sensibel die Maus drehen, denn sobald man überdreht, war es das nämlich. Und da fällt mir gerade ein, oh, das war knapp. Wir haben ja glücklicherweise noch, ich laufe mal hier ein bisschen weiter, noch Blumen- und Pralinenkästen, um die Mädels unserer Wahl zu bezirzen. Jetzt ist es aber auch gleich 3 Uhr, da geht, glaube ich, der Nachmittagsunterricht los. Scheiße. Also nochmal von vorne. Und ich hoffe echt, dass es nicht deutsch ist. Ich habe immer noch keine Liste mir besorgt und ich bin einfach nicht kreativ genug, diese Stunde zu lösen. Aber was soll's? Dann werde ich halt wieder in Deutsch bzw. Englisch abkacken. Aber da kann ich ja nun mal nichts machen. So, was wir auf jeden Fall noch machen wollten, seit 3, 4, 5 oder 6 Parts, glaube ich, ist uns ein paar neue Klamotten zu legen. Und die können wir uns nämlich zulegen im örtlichen Shop in der Schule. Und zwar genau hier. Zack. Oh, gut, dass ich es gleich gefunden habe. Und ich glaube, wir haben schon mal kurz geguckt. Aber da war irgendwie nur Scheiße bei. Ja, vielleicht mal so auf grün Styler machen hier. Ist eigentlich auch ganz nice. Ja, grün ist eigentlich eine coole Farbe. Grün ist die Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt brauchen wir natürlich hier noch ein schönes, schönen Gegenpol. Kleinen Kontrast. Oder sonst irgendwas, was auch zu diesem Basecap passt. Und hier mit so einem, ja, Pullover ist natürlich schon. Gibt es den auch in grün? Ja, das sieht doch kacke aus eigentlich. Nee, das ist zu ordentlich. Na, wenn wir das so machen und dann vielleicht doch einen anderen Hut. Was ist das denn? Nee, das nehmen wir nicht. Nein, das sieht aus wie so ein Kopier oder sowas. Und dann auch noch schief aufgesetzt, das geht gar nicht klar. Sollen wir den Hut vielleicht einfach mal weglassen? Ah, ich weiß es nicht. Ja, bevor ich hier weiter alles rum verschandeln, also verschandeln tun, hier breche ich lieber ab. Und wir, wie gar keine Schulklinge hier ertönt oder was? Warte mal, da ist noch ein X. Müssen wir da nochmal hinlaufen? Was ist da los? Hallo? Hey man, can you give me some TP? It's a bit of an emergency. Ja, kann ich dir geben, das Klopapier. No problem. Thanks. Jetzt müssen wir zum Lagerraum laufen. Frage ist natürlich, wo der Lagerraum sich befindet. Und jetzt natürlich erzürnt die Schulglocke. Es hat gerade ein bisschen geleckt bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Im Hintergrund habe ich eigentlich nichts laufen. Ah ja. So, haben wir das Klopapier. Und ich würde ja am liebsten gleich nochmal da runter gehen, um zu gucken, was da abgeht im Fight Club. Ah, geh weg, ich habe Klopapier, ich weiß. So. Soll ich das rüberschmeißen oder wie? Wirf das Toilettenpapier in die Kabine. Natürlich. Hüa. So wird's nämlich nicht gemacht. Aber, wie war denn das hier mit dem Zielmodus? Nee, das war der falsche. Hier, geh weg da. Ja. Jo, alles klar. Jetzt muss ich aber schnell in den Unterricht laufen. Scheiße, ist schon wieder weg. Ist der Unterricht schon vorbei? Das kann ja gar nicht sein, oder? Nee. Warte mal.
Ist der Unterricht echt schon vorbei? Scheiße, der Unterricht ist vorbei. Naja, bevor wir hier diese ganzen Luschenaufträge für die Streber erfüllen, werden wir jetzt endlich mal hier eine vernünftige Mission starten. Und die befindet sich nämlich hier um der Ecke. Der Stern zeigt uns an. Da steht Englisch an der Tür, habe ich Angst vor. Bitte nicht, nein. School rules are quite clear on this subject. Quite clear. No alcohol on school grounds. You're drunk. I can smell it on your breath. Huh? I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children. What kind of monster drinks in front of children? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such, I think it is my duty to get you sacked. Do whatever you want, Hattrick. You always do. The head will find out about this. Ja. You okay, sir? Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed up old drunk and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods! Give me that! Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. Na, klasse, da hat er schon die nächste Flasche, oder wie? Ja, dann los, ab zu Frau Phillips. Miss Phillips. Natürlich, Entschuldigung. So, Miss Phillips, wo versteckst du dich? Gleich nebenan in der Cafeteria. Wo ist sie denn? Die hier, oder was? Ist das Miss Phillips? Dieses riesige Monster? Was habe ich denn jetzt hier? Eine Banane. Wo habe ich jetzt die Banane her? Aha, cool. Könnte ich bestimmt wegschmeißen. Aha. Ach, scheiße. Wie jetzt? Wo ist denn Miss Phillips, Alter? Das kann doch nicht sein. Und warum wird der Nerd mich hier angreifen? Ist er gerade ausgerutscht oder was? So, bist du jetzt Miss Phillips? Hey, you. Hey. What's up? Hallo. Ja. Ach, ich muss hier also die Flaschen sammeln erstmal von unserem volltrunkenen Mentor, unserem Lehrer. Und hier sollen 3 Stück versteckt sein, oder wie? Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. So, hier kann man was benutzen. Ja, dann ist mal schön, Jimmy. Währenddessen ich hier die scheiß Flaschen suche. Ich verstehe. Ich bin aber manchmal auch so selten dämlich. Natürlich zeigen die Pfeile mir an, wo sich die restlichen Flaschen verstecken. Pfeil zeigt nach oben. Nein, das sind keine anderen Aufträge. Das hängt alles in diesem Auftrag zusammen. Ich hätte es einfach mal vorher realisieren sollen. Und zwar schon wieder vorbeigelaufen hier an dem X. Sollte hier irgendwo noch eine Flasche sein. Ach du Scheiße. Jetzt ist die Zeit natürlich auch gleich um. Muss ich hier rein? Nee. Nee. Okay. Aha. Bist du Miss Phillips vielleicht? Nee. Ey, alter Leute. Was geht denn? Warte mal, hier? Für die Flasche im Trophäenschrank. Ach so, ja. Ich denke mal, die ist hier. Oder? Wie soll ich denn die Flasche jetzt hier im Trophäenschrank finden?
Ihr macht doch mal auf hier. Hallo. Oh Mann, das wird ein... Aha. Oder? Das wird echt... die Let's Play-Folge von Let's Play Bully. Jetzt bin ich runtergesprungen. Jetzt gehen wir nämlich mal hier direkt weiter zu dem anderen X. Da ich absolut nicht weiß, was ich da vor dem Trophäenschrank machen muss. Wisst ihr das vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Oh. Jo. Oh nein. Ah. Geh weg. Du alte Zippe. Lass mich in Ruhe. Du Hexe, du. Schnell weg. Hier ist ja alles voll mit den Leuten. Mann. So. Also. Wir laufen nochmals nach oben. Ich glaube, wir brauchen ganze Party für diese Folge. Für diese Mission, meine ich. Party für die Folge. Was ist los mit dir, Cajun? Ist nicht bei der Sache, oder wie? So, wir sind jetzt hier drinne. Können wir mal die Tür zumachen vielleicht? Nee. So, da ist keine Flasche. Da ist keine Flasche. Hier ist eine Flasche. Gut. Laufen wir schnell raus. Hüpfen in den Mülleimer. So, Fahndungslevel ist wieder weg. Und nun gehen wir nämlich nochmal zum Trophäenschrank hin und gucken, ob da eine Flasche ist. So. Aha, die Schule schließt um 19 Uhr. Nach hier zu sein, geht jetzt unerlaubtes Betreten. Okay, das ist jetzt nur... Ich kann hier wirklich keine Flasche... Ach du Scheiße, wie habe ich das denn gemacht? Ausfindig machen. Also ich kann da quasi gegenhüpfen. Ah, ich hab sie. Meine Fresse, ich hab sie. So, jetzt lass uns aber mal nicht erwischen, sondern geh nach unten zu Miss Phillips, die hoffentlich jetzt auch mal am Platz ist. Scheiße! Gehst du weg? Geh weg! Geh weg, 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 weg. Nein! So, wir sind wieder hier hervorragend entkommen. Müssen jetzt wieder raus. Sind auch schon wieder draußen in finsterer Nacht. Und boarden jetzt quasi mal hier. Ja. Scheiße, da war doch einer. Okay, Fahndungslevel ist weg. Wir können wieder ganz normal vorbeilaufen. Und da ist endlich Miss Phillips. Here they are. I think that's all of them. Thanks, Jimmy. You're welcome, Miss. Please take this. Nee, nicht mit Chuck Norris. Oh Gott, Miss Phillips macht mit unserem Obdachlosen Chuck Norris rum. Jimmy Hopkins delivers. Du kannst jetzt Fotografieunterricht teilnehmen, das ist super. Hey, kann ich Jimmy? Die auch fotografieren? I need to get back to the girl's dorm. Yeah. Please walk me home. Nein. Ich werde dir jetzt nicht helfen, denn ich gehe jetzt mal ins Mädchenhaus. Und such mir da ein Mädchen aus. Beschenk das Mädchen reich mit Blumen. Jetzt fällt mir kein Reim mehr ein. Darum lasse ich es einfach sein. So, und deswegen nehme ich die Abkürzung über die Straße. Oh ja. Und laufen bzw. fahren direkt zum nächsten Auftrag. Ja, vielleicht sollte ich mir echt das Fahrrad kaufen. Mann, ey. So, ab in die Bibliothek. Die ist doch hier eigentlich, oder? Yo. Aha. Dann machen wir mal hier ein paar. Zing. Ein paar Murmelchen hin. Komm. Greetings, Comrades. Er ist die Murmel in den Sack geschmissen. Hat er eine Stinkbombe in der Hand, oder was? Oh, schnell geflüchtet in die Mission. Charakterbögen. Bunch of thieving jerks. What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen.
Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught! Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Na klasse. Für 10 Mücken muss ich jetzt hier wieder die übelste Kacke veranstalten. Ich weiß noch nicht was. Aber toll wird's bestimmt nicht hier. Muss ich dir verprügeln oder was? Den kriege ich doch hier, den Lappen. Komm her, du! Fuck, lauf! Fahr! Mist! Hey, den kriege ich doch nie, Leute. Echt nicht. Nicht mit der Steuerung. Wo ist mein mein Skateboard? Komm jetzt! Komm jetzt, schneller! Mist, ich brauch... Ach, was, warum mache ich das denn nicht von Anfang an? Scheiße! Ich hab doch hier mein Multifunktionsgerät. So, Charakterbogen habe ich. Wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Und zwar gehe ich... Scheiße, ist schon Nachtruhe oder was? Der verfolgt mich doch. Nee, jetzt ist er weg. Als nächstes gehe ich nämlich hier hin. Hey, yo. Was für ein Spiel! ich habe doch gar nichts gemacht. Jetzt gibt er schon auf, oder wie? Oh Mann, ey. Die Säcke. Ja, ja, so ist das. Und der Nerd stört sich da gleich drauf. Habt ihr das gesehen? Mann, 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 die werden auch immer dreister, frecher, skrupelloser und bösartiger. So, da vorne kann man hier über die Dings springen und direkt zum nächsten Spiel laufen. Und jetzt sehen wir nämlich hier direkt. Laden voll durch das Ding. Und nochmal. Und dann haben wir nämlich schon. Wenn nicht den. Na komm, scheißegal. Knallen wir den auch nochmal ab, wenn wir schon mal dabei sind. Dann sind wir eben dabei. So, hier ist noch ein Gummibändchen. Warum ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Schnachtruhe, ne. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Habe ich eigentlich schon so gesagt? Ich glaube nicht. Wir springen wieder direkt auf unser Skate. Boah, die dicke Troller da. Direkt auf unser... Scheiße. Sorry. Direkt auf unser Board drauf, natürlich. Jetzt habe ich es endlich. Und laufen hier Richtung Chuck Norris. Fahren hier gekonnt am Schulbus vorbei. Springen einmal daran und hoch und fahren in die andere Richtung weiter, um hier direkt wieder einzuwenden und weiterzufahren. Und dann nochmal rum und hier und hopp. Und jetzt gehen wir zu Fuß weiter, weil ich die Kurve nicht kriege. Machen noch nebenbei hier ein schönes Foto von der Rostkarre. Oder dem Mülleimer, was auch immer. Wir müssen uns beeilen. Wir haben keine Zeit. Aus diesem Grund springen wir hier drauf. Über Stacheldraht funktioniert nicht. Laufen also einfach hier dran vorbei. Oh, und das rote X fängt schon an zu blinken. Und deswegen... Oh, weg mit der Zwirbel. Ich habe doch hier so viele tolle Sachen. Genau. Wunderbar. So, den Bogen habe ich auch. Erstmal fett gesprengt. McNerdy hat mir noch geholfen. Hier ist noch eine Coke. Kann ich nicht mitnehmen. Was soll's.
Also schwingen wir uns wieder auf unser Boot, machen hier wieder so ein Hoppala und kommen natürlich wieder nicht rüber. Nebenbei schießen wir hier aus Versehen ein Foto und klettern jetzt aber letzten Endes endlich über den Zaun, um wieder auf unser Boot zu springen und weiter zu grusen hier in die tiefe Nacht hinein. Und wir fahren weiter, springen hier über den Rasen, packen das Skateboard weg, schießen kein Foto, sondern schubsen hier den Fettsack und geben den anderen Fettsack seine Questdokumente. Yeah. Was für ein Abenteuer, erfolgreich gemeistert. For 10 Bucks, scheiße Mann, ist das wenig. So, aber wo sind jetzt die Mädels, die ich mir aussuchen darf? Ich glaube, der kennt gar keine Mädels. Wir gehen jetzt erstmal schlafen, ist nämlich schon spät. Und morgen früh machen wir eine schöne Unterrichtsstunde und werden... Ach du Scheiße, ist schon so spät. Geh weg. Ja, ja, ich gehe ja schon ins Bett. Scheiße, steh auf! Nein, nein! Oh! Oh, ich hab's geschafft. Kurz zum Ziel, fast noch gescheitert. Wenn die mich nämlich erwischen, dann verliere ich hier meine ganzen Items, wie auch Blumen, Pralinenkästen und alles, was man da so braucht. Wir können uns hier allerdings an unserem, awesome Chemiekasten hier neue Stinkbomben basteln, da haben wir auch gemacht. Feuerwerkskörper, Stinkbomben, alles dabei. Speichern jetzt und wie gesagt, am nächsten Tag werden wir kurz eine Unterrichtsstunde machen und ich bin hier schon wieder im Löschen drin, ne? Ich lösche immer diese Scheiße weg. So, überschreiben, jo, das ist richtig. Ja, werden die Unterrichtsstunde machen, hoffentlich kein Englisch oder Deutsch, wie man das auch nennen möchte, bla blub. Oh Mann, ob ich diesen Satz jemals noch beenden kann. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Wir werden dann einen Auftrag starten, den Nachmittagsunterricht danach durchführen und dann direkt wieder in die City heizen, um uns unser geliebtes Bike zu kaufen. Oder auch nicht. Aber jetzt ist erstmal Pause angesagt. Ich bin Cajun LP. Wir spielen Let's Play Bully 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 Bully. Tschüss!